Sehr verehrte Damen und Herren, herzlich willkommen zu einer weiteren Folge der Pretty Old Pixel. Mein Name ist Alexander und ich freue mich, dass ihr hineingeschaltet habt, denn es handelt sich hierbei um eine besondere Replay-Folge, denn wir werden uns in dieser Folge nicht mit dem Gameplay auseinandersetzen, sondern wir werden uns die verschiedenen Versionen für die verschiedenen Computersysteme, für die das Spiel herausgekommen ist, anschauen. Insgesamt ist das Spiel auf drei verschiedenen Systemen veröffentlicht worden, auf den Amiga, auf den Atari ST und auf den PC. Im Rahmen der Replays habe ich mich bisher hauptsächlich mit der PC-Version beschäftigt, möchte aber euch jetzt auch die beiden anderen Versionen nicht vorenthalten und beginnen tun wir mit der Atari ST-Version. Warum? Die Atari-Version ist meines Wissens nach die Version, die von den drei Studenten erstellt worden ist oder zumindest angefangen worden ist, bevor Holger Flöttmann das gekauft hat, um dann das Spiel durch Ascon fertigstellen und vertreiben zu lassen, also das ursprüngliche Spiel. Und deshalb fangen wir auch mit dieser Version an. Und wir befinden uns hier im Menü und das Erste, was wir hier sehen, ist, dass die Grafik doch einigermaßen abweicht von dem, was wir bisher auf dem PC gesehen haben. Zwar sehen wir auch hier das Holstentor, sehr schöne Darstellung, aber die Farbpalette ist wesentlich geringer. Beim Atari ST gab es ja verschiedene Möglichkeiten, mit den Bildpunkten zu arbeiten. Viele Spiele sind im Modus 320 mal 200 Pixel herausgekommen, was aber dann auch zur Folge hatte, dass die Spiele maximal 16 verschiedene Farben darstellen konnten. Und das sieht man hier. Man sieht hier, dass die Farbauswahl nicht so umfangreich ist wie beim PC. Ich bin mal gespannt, ob wir weitere Unterschiede sehen werden und ich schlage vor, dass wir direkt starten. Es dauert leider etwas immer, weil es mit der normalen Diskettengeschwindigkeit läuft. So, jetzt kommt erstmal mein Vorname. Ich bin männlich und auch hier muss ich erstmal mein Familienwappen auswählen. Die Grafik ist, wie gesagt, etwas schwächer als die, die wir bisher beim PC gesehen haben. Aber ich finde sie immer noch sehr farbenfroh. Zumindest hier in den ersten Menüs. Schauen wir mal, ob dieser Eindruck später auch bestehen bleibt. So, wir nehmen auch hier Bremen, also nicht, sagen wir mal, andersrum. Ich hatte bisher nie Bremen genommen, jetzt nehmen wir mal Bremen. Ich hatte sonst ja immer Lübeck genommen, aber das soll kein Problem sein. Und ich spiele alleine. So, kein schnelles Spiel, damit wir eine gewisse Vergleichbarkeit haben. Was wir hier hören können, ist eine Musik, die sich vollständig von dem unterscheidet, was wir bisher bei dem PC gehört haben. Bei der PC-Version handelt es sich um eine mittelalterlich-folkloristische Melodie, die man hören kann. Aber leider auch in der Lage, sehr schnell auf die Nerven zu gehen. Und das Stück, was wir hier hören, das hat eigentlich gar nichts mehr zu tun gehabt mit dem Spiel, was wir bisher gespielt haben, wenn es um die Musik geht. Aber da hören wir gleich nochmal rein. Wir benennen jetzt erstmal unsere Kogge oder unser Schiff. Das haben wir jetzt gemacht. Und jetzt sind wir in der Werft. Okay, prinzipiell die gleiche Steuerung. Wir steuern das Spiel mit der Maus. Wie gesagt, die Musik, die doch anders ist, nicht nur von der Melodie her, sondern auch vom Stil. Ich finde, die Musik ist viel arkadiger, viel computerspielmäßiger als das, was wir beim PC gewohnt sind. Ich finde es aber nicht schlecht. Die Melodie gefällt mir, aber vielleicht liegt es auch daran, dass ich zu viel Patrizia auf dem PC gespielt habe und wirklich der Musik überdrüssig bin, sodass ich bei den Replays dazu übergegangen bin, auszuschalten. Zumindest auf meinem Kopfhörer. Aber hier haben wir es an und jetzt schauen wir uns mal an, was wir weitermachen können. Wir sehen also hier die Stadt. Auch eine sehr schöne Darstellung, aber nicht so intensiv, nicht so detailliert wie die Version, die wir bisher gesehen haben. Ich schlage vor, dass ich mal ein bisschen durch die Menüs klicke. Wir gehen mal zum Geldverleiher. Okay, das gleiche Bild als Grundlage genommen. Wir kaufen oder beziehungsweise wir nehmen uns
einen Kredit, damit wir ein bisschen Handel treiben können. Auch hier mit dem Abakus werden die Zahlen eingegeben, also kein Unterschied bei der Bedienung und bei der Systematik. Also die Menüs sind dort, wo ich auch beim PC erwartet habe, dass die Menüs sind. Mal zum Marktplatz. Das dauert jetzt alles ein bisschen, weil mit der Originalgeschwindigkeit gespielt wird. Und was wir hier sehen, ist, dass es gar keine Animationen gibt. Bei der PC-Version hat man beispielsweise den Gaukler hier bewegen sehen. Das ist hier nicht der Fall. Alles sehr statisch. Auch hier kann ich Trockenfisch kaufen. Menü ist nicht besonders schön, aber okay. Gehen wir ins Badehaus. Mal schauen, wie dort die Grafik ist. Ja, man merkt wirklich die fehlende Farbanzahl. Die haut hier massiv rein. Es wirkt alles gröber, nicht so fein ausgearbeitet. Also doch erheblich anders. Aber vom Spielprinzip scheint es hier noch keine großen Änderungen zu geben. Zumindest das, was wir bisher sehen konnten. Ja, bestechen, wenn man nichts hat, kann man auch nichts bestechen. Okay, das wird Folgen haben. Wir werden es aber nicht erleben, weil wir das Spiel nicht so lange spielen werden. Gut, dann gehen wir mal in die Kernmechanik. Wir handeln mal ein bisschen. Wir sind in Bremen. Gehen wir in unser Kontor. Und auch hier 1:1 die gleiche Darstellung. Auch hier haben wir das Buch mit den Waren. Okay. Und es sind auch die gleichen Waren. Also es gibt keinen Unterschied. Oh, hier gibt es Pfeffer. Aber ich habe leider nicht genügend Geld. Okay. Und Wein ist auch recht günstig. Ja, wir kaufen mal einen Wein und fahren mal. Wenn wir noch genug Geld haben. Nachdem wir jetzt Besatzungsmitglieder angeheuert haben. Fünf Mann brauche ich. Okay, hat gereicht. Und wir fahren nach Lübeck. So. Und auch hier zwischen den einzelnen Spielzügen bekommen wir Informationen darüber angezeigt, was passiert ist in der Umgebung. Hier werden noch die alten Monatsnamen verwendet. Das verkaufen wir und das hat sich schon gelohnt. Wunderbar. Okay. Und hier kaufen wir Salz. So. Können wir 23 Last uns sogar leisten. Und damit fahren wir nach Bergen. Wir schauen mal, ob es die gleichen Orte gibt wie bei den anderen Versionen. Das ist der Fall. Auch hier, Minden, my home is my castle. Also, Anzahl der Waren, Anzahl der Städte, alles gleich geblieben. Nur die Grafik ist schwächer als das, was wir bisher gesehen haben bei den anderen Spielen. Jetzt fahren wir mal. Oh, ein Kredit über 2232 Taler. Ihr erinnert euch, das sind bestimmt die Steuern, die ich nicht zahlen konnte. Uiuiui. Naja, zumindest habe ich jetzt ein bisschen Geld. Auch wenn ich es mir ehrlich gesagt etwas anderes vorgestellt habe. Aber gut. So, wir verkaufen. Wir schauen uns nochmal an, wie der Hafen aussieht. Okay. Und was uns hier auch noch auffällt, ist, dass es keine Abwechslungen gibt bei den Städten. Die sind hier alle gleich. Zumindest die drei, die wir jetzt gesehen haben. Ich fahre noch mal einen weiteren an. Fahren wir nach Malmö. Ohne Ware, ist jetzt egal.
aber um einfach zu schauen, ob die Städte sich ändern grafisch. Und hier haben wir auch den Werber, den wollen wir nicht. Also nein. Und dann schauen wir mal, was wir jetzt hier finden. Also, immer die gleiche Grafik, keine Änderung, keine Abwechslung. Das ist tatsächlich wohl den Limitierungen geschuldet. Die Frage ist, handelt es sich um die Limitierung, weil es nur ein MB war, die Mindestvoraussetzung zum Abspielen des Spiels war, also ein Speicherproblem? Oder ist es wirklich ein grafisches Thema gewesen? Das werden wir versuchen herauszufinden, wenn wir uns die Amiga-Version anschauen, um da zu schauen, ob denn tatsächlich beim Amiga sich die Stadtansichten ändern oder nicht. So, was schauen wir uns nochmal an? Gucken uns mal die Werften an. Hier kann man wieder die Schiffe auswählen, die man bauen kann. Es sind die gleichen Schiffe, die gleichen Parameter. Also, spielerisch scheint das Spiel keine Abweichungen zu der PC-Version. Bei der Amiga-Version wissen wir es noch nicht. Wobei, da kann ich es eigentlich schon sagen, weil ich früher immer die Amiga-Version gespielt habe. Es scheint hier keine Änderung zu geben, sondern die Änderungen sind wirklich aufgrund der Limitierungen bei der Grafik hervorgerufen. Und man kann es spielen. Aber ich finde nicht, dass es die schönste Version ist des Spiels. Und ich bin mal gespannt, wenn wir das Spiel jetzt direkt mit der Amiga-Version vergleichen, wie dort die Unterschiede sind und wie gravierend sie sind oder nicht gravierend. Also, die Amiga-Version ist die nächste Version, die wir uns anschauen. Und auch hier starten wir wie immer mit der Startseite und es begrüßt uns auch hier das Holstentor. Und man sieht direkt auf dem ersten Blick, dass die Grafik sich doch erheblich unterscheidet von der Atari ST-Version. Sie ist wesentlich detaillierter und farbenfroher. Und das ist auch nicht verwunderlich, denn der Amiga hat ja bei 320x200 Pixel oder 256 Pixel waren das sogar, glaube ich, mit 32 Farben gearbeitet. Und das sieht man direkt. Und was man auch merkt, ist, dass die Musik anders ist. Anders als die Atari ST-Version. Es ist die gleiche Melodie wie beim PC. Und sie hört sich sehr gut an. Sie ist sehr stimmungsvoll. Es macht Spaß, sich die Musik anzuhören. Auch wenn sie mir langsam wieder auf die Nerven geht. Und ich schlage vor, dass wir direkt mal anfangen mit dem Spielen. Um uns dann auch die anderen Unterschiede mal näher anzuschauen. So, erstmal der Name. Männlich. Das Wappen. Und wir nehmen jetzt auch hier Bremen. Gut. Und wir sind allein. So. Und wir werden jetzt gefragt, ob wir ein schnelles Spiel wünschen. Nein, das wünschen wir nicht. Und es geht jetzt hoffentlich direkt los. Und wir müssten auch hier bei der Werft ankommen. Oha, und hier hören wir eine andere Musik als in der PC-Version und auch in der Atari ST-Version. Eine sehr schöne Melodie, gefällt mir. Ich bin mir nicht sicher, ob ich sie bei der PC-Version gehört habe. Ich glaube eher nein. Okay, dann benennen wir unser Fahrzeug um. Seerobbe, wie gerade. Und es geht los. Die Hafenansicht, oder besser gesagt die Werftansicht. Und hier sehen wir, dass der Detaillierungsgrad wesentlich größer ist als bei dem Atari. Ob es besser ist als auf dem PC, das wage ich gerade zu bezweifeln. Aber das werden wir uns nachher nochmal kurz anschauen. Okay. Dann gehen wir doch mal in unser Kontor. Wir leihen uns hier wieder Geld. Der gleiche sympathische Herr. Und was wir hier feststellen, es gibt Animationen. Also anders als bei der Atari ST-Version sind hier Bilder teilweise animiert.
suchen uns unseren Kreditgeber an, aber er will uns nichts geben. Na super. Okay. So, dann nehmen wir mal die 250 Taler, die uns dieser nette Handwerker anbietet. Wir gehen dann in unser Konto. Es sieht fast so aus wie auf dem PC. Die Waren sind auch identisch. Okay. Wir sind in Bremen und da gibt es, wie gesagt, Pfeffer. Aber leider haben wir nicht genügend Geld dafür. Schade, schade. Aber der Wein. Der Wein hat es uns angetan, aber wir können uns keine, noch nicht mal eine Last leisten. Dann gucken wir doch mal, ob wir noch mal einen zweiten Kredit aufnehmen können. Machen wir doch mal. Ja, noch mal 250 Taler und dann nehmen wir sogar Pfeffer. Wenn, dann machen wir es richtig. Aber bevor wir einkaufen, gehen wir jetzt doch noch mal kurz in die einzelnen Gebäude. Ja, sehr schön. Gefällt mir. Wir gehen mal auf den Marktplatz. Das dauert auch hier wieder ein bisschen länger. Und hier sehen wir auch Animationen. Das Bild im Badehaus. Bin ich mal gespannt, ob das so ähnlich ist. Ja, so ähnlich wie in der PC-Version und natürlich auch der Atari-Version, aber wirklich wesentlich besser als die Atari-Version, die wir uns gerade angeschaut haben. Okay, so, dann wollen wir mal ein bisschen Handel treiben. Jetzt, wo wir Geld für Pfeffer haben. Super. Dann nehmen wir doch eine Last Pfeffer. Und dann wir müssen erstmal natürlich Besatzungsmitglieder anheuern. Das machen wir. Musik ist sehr schön. Gefällt mir. Und auch hier ist die Grafik ähnlich der PC-Version. Okay. Und jetzt können wir los. Und wir fahren mal nach Lübeck. Und hier bekommen wir auch die Übersichtsseite angezeigt. Und hier sehen wir mal was Interessantes. Hier werden die deutschen Monatsnamen direkt angezeigt. Sowohl bei der PC- als auch bei der Atari-Fassung ist erstmal die altdeutsche Schreibweise oder Benennung voreingestellt. Hier die deutsche. Da gucken wir mal, ob wir die auch umschalten können. So, dann schauen wir mal. Okay. Hier kann man es einstellen und tatsächlich sind die neuen Monatsnamen voreingestellt. Das ist ja lustig. Okay, dann schauen wir mal, ob sich unsere Fahrt gelohnt hat. Und ich würde sagen, ja, definitiv. Gut, dann kaufen wir hier Salz. Und da können wir jetzt wirklich die gesamte Kapazität des Schiffes ausnutzen. Von den Orten her ist es das gleiche. Und das ist auch interessant. Jetzt haben wir hier eine andere Information als beim PC oder bei der Atari-Version. Es wird nicht darauf hingewiesen, dass es der Heimatort der Programmierer ist, sondern hier steht tatsächlich also die Credits sind hier enthalten. Und zwar Martin Wölk und Holger Flöttmann. Sehr schön. Okay. Dann schauen wir mal weiter. Die Grafik ist auch sehr schön. Gefällt mir. Wir schauen uns mal an, ob die Hintergrundzeichnungen sich auch ändern. Und das testen wir in Bergen aus. Also die Musik scheint abwechslungsreicher zu sein. Aber vielleicht bilde ich mir das auch nur ein. So, wie sieht Bergen aus? Moment, da war ich zu schnell. Ah, sie unterscheidet sich minimal.
Ja, das Gebäude ist, glaube ich, in einer anderen Farbe hier. Geh mal ins Kontor. Oder besser gesagt, in unsere Lagerhalle. Okay. Wir verkaufen es und schauen uns nochmal einen weiteren Ort an und achten mal auf das Detail, ob das wirklich so ist, wie ich es mir gerade vorstelle. So, was kaufen wir hier? Oh, Pelze. Pelze sind hier günstig. Okay. Schauen wir mal, wie es in Malmö aussieht. Schön bei der Musik finde ich, dass es sich noch wesentlich mittelalterlicher anhört. Das kommt durch diese Trommeln. Oh wei. Und die Pest in Novgorod. Hoffen wir mal, dass sie schnell überwunden werden kann. So, wir sind in Malmö. Dann schauen wir uns mal die Stadt an. Ja, die Grafik bleibt gleich, bis auf dieses eine Gebäude. Das ändert sich immer. Also nicht ganz so schön wie bei der PC-Version, die wirklich mit mehr individualisierten Grafiken arbeitet. Aber sie gefällt mir sehr gut, die Amiga-Version. Sie gefällt mir wesentlich besser als die Atari ST-Version. Und ich bin jetzt mal gespannt, wie diese Version im unmittelbaren Vergleich mit dem PC aussieht. Als letztes schauen wir uns jetzt noch die PC-Version an, die wir ja in den Replays als Grundlage genommen haben. Und das erste, was wir hier sehen, ist wieder das Holstentor, was uns freundlich begrüßt. Und ich muss sagen, die Grafik sieht schon in der PC-Fassung am besten aus. Das verwundert auch nicht. Wir reden hier von einer VGA-Grafik, die bei 320x200 Pixel liegt und in der Lage war, 256 Farben gleichzeitig darzustellen. Und diese Stärke sieht man auch hier direkt ausgespielt von der Version. Also, grafisch gesehen, bisher die schönste Version. Ich schlage vor, dass wir mal direkt starten. Als erstes müssen wir wie immer den Namen angeben. Auch hier bin ich männlich. Das Familienwappen. Auch hier gehen wir jetzt auf Bremen. Ich spiele allein und kein schnelles Spiel. Und jetzt müssen wir noch kurz die Stadt benennen, die zu diesem Wappen gehört. Das machen wir direkt. Und zwar handelt es sich um Groningen. Und es geht direkt los, dem Rat der Hanse. Und die Benennung unseres Chefs. Und auch hier hören wir zwei unterschiedliche Melodien, wie bei der Amiga-Fassung. Die zweite Melodie, die wir hier gerade hören, unterscheidet sich aber von der zweiten Melodie, die wir bei der Amiga-Version gehört haben. Eine Melodie ist gleich, aber diese Melodie ist doch anders. Und was wir hier auch sehen, sind Animationen. Und zwar mehr Animationen als auf den Amiga und auf dem Atari ST. Wir sehen hier das Meer, wir sehen Vögel, wir sehen Rauch. Also sehr schön, gefällt mir. Wir gehen jetzt hier auch noch mal kurz durch die Menüs. Das Rathaus, der Marktplatz und eine dritte Melodie plus Animationen. Wobei hier lustigerweise nur der Gaukler animiert ist, während die Bevölkerung im Hintergrund nicht animiert ist. Das war, glaube ich, bei der Amiga-Version anders. Dafür gehen hier die Fahnen im Wind. Sehr schön. Und dann gehen wir mal auch mal ins Badehaus. Sehr nett aus. Nein, wir baden nicht alleine. Wir gucken mal. Das erfrischende Bad. Bestechen tun wir nicht. Wir haben nicht genügend Geld. Okay. Und wir gehen jetzt und holen uns einen Kredit. Und auch hier sehen wir die Animationen. Es funkelt sogar das Geld. Wir nehmen einen Kredit auf. Und am besten nehme ich, glaube ich, direkt 2 auf, denn wir sind ja in Bremen.
Und in Bremen gibt es hoffentlich Pfeffer. Jawohl. Können wir uns eine leisten? Das machen wir auch. Wir müssen uns jetzt noch Besatzungsmitglieder anheuern. 5 Stück. Und es geht wesentlich schneller. Ich glaube, bei der PC-Version lag es auch daran, dass sie zwingend auf einer Festplatte installiert werden musste, damit man spielen kann. Und wir achten hier mal auf den Hintergrund von Bremen, der Kirche und das Haus hier. Vergleichen es jetzt nachher mit den anderen Städten. Und auch hier fahren wir zunächst nach Lübeck. Die alten Monatsnamen, wie ich es bereits erwähnt habe, sind hier voreingestellt, anders als bei der Amiga-Version. Und hier sehen wir schon mal Unterschiede. Bei den Gebäuden sieht es schon ein bisschen anders aus. Klar, die Hauptgebäude sind ein bisschen gleich, aber hier hinten, die unterscheiden sich doch. So, dann verkaufen wir mal unser Pfeffer. Gleiche Preis, interessanterweise. Kaufen hier Salz und fahren hoch nach Bergen. So, ist in den Bergen. Ja, da sieht man wirklich Unterschiede hier hinten. Und jetzt gehen wir nochmal unsere Waren verkaufen. Und auch hier sind jetzt die Pelze günstig. Und da sieht man, dass die Startszenarien ja ähnlich sind. Also die unterscheiden sich da gar nicht. Was auch meine Vermutung ist, dass vom Gameplay die drei Versionen wirklich identisch sind und sich wirklich nur aufgrund der technischen Gegebenheiten sich unterscheiden. So, dann gucken wir mal, was hier in Minden ist. Und hier ist My Home is My Castle. Sehr schön falsch geschrieben, wie bei der Atari-Version, also anders als bei der Amiga-Version. Und wir fahren jetzt nochmal zum Abschluss nach Malmö. Schauen uns Malmö an. Und ja, unterscheidet sich auch etwas. Okay, ich glaube, das reicht, um ein Fazit zu ziehen. Von allen drei Versionen ist die PC-Version die schönste Version und auch scheinbar die schnellste Version. Es macht echt Spaß, dieses Spiel zu spielen. Von der Spielmechanik gibt es keine großen Unterschiede. Die sind scheinbar überall gleich, das was ich bisher sehen konnte. Vielleicht gibt es Unterschiede, wenn es später mal zum Kampf kommt. Aber da ich selbst bei der PC-Version noch nie das Vergnügen hatte, aktiv in einem Kampf tätig zu sein, Schiff gegen Schiff, kann ich das nicht beurteilen. Ich weiß auch nicht, ob möglicherweise die Wahlvorgänge etwas anders gestaltet sind als bei der PC-Version. Ich vermute eher nicht. Ich glaube wirklich, es sind diese technischen Limitierungen, die die Unterschiede machen, und kann jedem nur empfehlen, die PC- oder die Amiga-Version zu spielen. Die Atari ST-Version, die würde ich ehrlich gesagt nicht spielen, es sei denn, der Atari ST war der erste Rechner, dann muss man natürlich die Atari-Version spielen, das ist ja klar. Ich freue mich sehr, dass ihr in diese Folge hineingeschaltet habt. Ich hoffe, es hat euch genauso viel Spaß gemacht wie mir. Für mich war es sehr interessant, die drei Versionen nebeneinander nochmal zu sehen. Und ich möchte euch nochmal darauf hinweisen, dass beim nächsten Replay es sich um unser Abschlussgespräch handelt, welches ich zusammen mit Selma und als Gast Jürgen, der bei dem Podcast die drei von der Zankstelle mitmacht, bestreiten werde. Das wird bestimmt eine ganz tolle Sendung und darauf freue ich mich wirklich. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute und bis bald. Tschüss!